Ich möchte eigentlich mit dem Werk hier gerade an der Wand beginnen. Das ist nämlich so richtig schön ein Auftaktwerk, finde ich. Man liest 1, 2, 3, 4. Es ist wie so ein Auftakt zum Tanz und damit eigentlich auch ein sehr gutes Startbild. Also 1, 2, 3, 4, let's go. Und ich frage dich dann gerne jetzt gerade mal vielleicht wirklich zu diesem Bild, wenn man das so ein bisschen auseinander dividiert, was ist es eigentlich, was wir hier sehen? Sehen wir, stellen wir, es handelt sich um vier Bilder, sind vier Teile. Jedes dieser Teile hat ein Wort, das eine Zahl definiert, und jedes davon besteht aus vier Buchstaben. Also habe ich hier so ein 4x4-Spiel. 1, 2, 3, 4. Und du hast mir eben erzählt, schon in den Vorbereitungen, dass dieses Werk für dich auch immer ganz wichtiges war und dass du es für eine ganz besondere Zeit und eine Ausstellung in Leipzig entstanden ist. Vielleicht magst du es als erstes mal ein bisschen erklären, was waren so die Hintergründe dieser Ausstellung und wie kam es da zu diesem Werkvorschlag? Danke, Sabine. Ja, ich fühle mich sehr wohl vor dieser Arbeit und ich muss sagen, sie ist 2002 entstanden, also schon ein paar Jahre her. Das Stichwort Leipzig, ich hatte da tatsächlich auch wieder zwei Hüte an. Ich habe nämlich unterrichtet an der Hochschule für Grafik und Buchkunst, der Kunstakademie von Leipzig, und gleichzeitig eine Ausstellung in ihren Galerieräumen, die eigentlich sehr monumental sind. Es war eine Zeit, wo ich mich schon länger, muss ich sagen, mit Zahlen, mit Zeichen beschäftigt habe. Und natürlich Leipzig, das Stichwort, das ist ehemaliger Ostdeutschland und das war im Jahr 2000 oder 2002. Da hat man noch ein bisschen eine Ahnung von der ehemaligen DDR und irgendwie diese ganze Propaganda, die wir heute noch leider kennen in gewissen totalitären Systemen, die hat ja auch irgendwie etwas Faszinierendes, weil sie so eine monumentale Kraft darstellt. Was ich allerdings gemacht habe hier, ist nicht nur eine Aufforderung zum Tanz, das ist eine Interpretation, die andere ist, es ist so wie eine Antipropaganda-Propaganda. Also es ist wirklich auch ein dadaistisches Manifest. Schreiten wir voran, aber jeder muss irgendwie schauen, dass er es selber tut und nicht, dass wir alle hinterher trotten. Also eigentlich das Gegenteil von totalitären oder autoritären Themen. Und Leipzig auch gegenüber des HGB, der Kunstakademie, befindet sich die Kantorei, wo der Johann Sebastian Bach gewirkt hat. Und der hat natürlich seine ganze Musik größtenteils auf mathematischen Prinzipien aufgebaut. Und ich bin auch ein großer Fan von diesen Komponisten, also wie ich denke, viele von euch. Und hatte auch das Glück, übrigens, wieder eine Klammer, eine andere Hut, CD-Covers für das Label ECM mit Bach-Einspielungen zu machen. Also es sind ganz verschiedene Themen. Wir haben vorher, was mich darüber gesprochen, Grafik. Es kommt ja sehr grafisch daher. Natürlich, es ist auch, ich habe eine Affinität nicht nur zu Zeichen, sondern zur Typografie. Ich bin ausgebildeter Grafiker. Ich liebe Typografie. Ich glaube, Typografie, Schrift, die Schriftkunst ist eines der wichtigsten Elemente für Kultur. Denn ohne Schrift ist Kommunikation nur sehr rudimentär möglich. Ich glaube, aber diese Vergegenwärtigung, deine Ausbildung war eine Grafikausbildung und die hast du in Zürich gemacht und du hattest aber auch ein Semester oder so in Wien, hast du mir mal erzählt. Und die Anekdote finde ich sehr bezeichnend, weil du hast erzählt, dass du bei der Maria Lasnik in ihrer Klasse gelandet bist. Und die meisten wissen, Maria Lasnik ist eine hervorragende österreichische Malerin, gestorben. Und sie hat dich gefragt, was du eigentlich in der Grafikklasse machst. Nein, umgekehrt. Die Maria Lasnik hat an der Akademie der
angewandten Kunst eine Professur gehabt, glaube ich, als erste Frau überhaupt. Das war ja auch so ein Ding dazumals. Und sie war eine sehr enge Freundin von meiner Mutter, von der Heidi. Und als ich da die Grafikfachklasse in Zürich fertig gemacht habe, ich wollte eigentlich immer Künstler werden. Dann bin ich zu Maria Lasnik gegangen, in die Akademie, eine Stage, eigentlich mal schauen, wie das bei ihr wäre. Und wir haben da gemalt, so wie sie das in ihrer Malerei auch vorexerziert, am Boden, durch den Körper spüren und so. Und ich habe gemerkt, das ist nicht so mein Ding. Ich stelle mir meine Kunst nicht so, ich weiß nicht, es ist eine andere Richtung vor. Und jedenfalls sagt sie dann nach ein paar Wochen oder so, du Mario, was machst du eigentlich bei mir? Du kannst doch schon was. Das war die Anekdote. Ich glaube, wir kommen auf die Malerei noch zurück, aber was ich hier noch betonen möchte, du hast mir eigentlich das Stichwort mit Bach geliefert, mit dem mathematischen Zugang. Und wenn man sich jetzt dieses Werk anschaut, hat es ja auch so einen systematischen Zugang, oder? Also es hat 4 Tafeln, 1, 2, 3, 4, das ist auch so ein konzeptuelles Ordnen. Inwiefern ich glaube, sie tun es, aber vielleicht führst du das ein bisschen, also Ordnungssysteme und überhaupt viele Künstler, das kenne ich sehr gut aus dem Museumhaus Konstruktiv, wir beschäftigen uns da viel mit Künstlern, die zum Beispiel ein Ordnungsprinzip haben, das dann aber wieder in Unordnung oder sprich in künstlerische Intervention gerät. Und ich habe jetzt wie so bei diesem, aber auch andere Werke, sieht man eigentlich so schön, dass du diese Ordnungsprinzipien durchaus hast. Würdest du dem zustimmen? Ja, ich stimme dem sehr gerne zu, aber ich muss auch sagen, die Ordnung ist, mich interessiert eigentlich nicht die Ordnung per se, sondern vielleicht die Überwindung der Ordnung. Also es ist wirklich so, deshalb würde ich mich auch wirklich nicht konkreter schon gar nicht, aber konstruktiv vielleicht schon bezeichnen. Aber das ist auch meine Liebe vielleicht zur romantischen Vorstellung der ersten Generation der Konstruktivisten. Die hatten ja auch ein Ordnungsprinzip, aber da waren viel mehr gesellschaftliche Utopien im Raum und irgendwie, wie können wir diesen Historizismus überwinden? Deshalb irgendwie der gerade Winkel und auch das Bauhaus, das daraus entstand. Das sind, natürlich ist die Mathematik da ganz wichtig und der Raster und das Serielle und all diese Themen. Aber ich glaube, den Raster hält, dann passiert eben das Gegenteil von dem ursprünglich freiheitlich empfundenen. Man igelt sich ein, man sperrt sich ein. Und ich glaube, da hast du auch schon eine wunderbare Abgrenzung gemacht, weil wenn man jetzt, der Grund, warum ich das so ein bisschen auseinander dividiere, ist ja auch, weil du hast durchaus ein Werk, das schon mal in einer Gruppenausstellung im Museumhaus Konstruktiv verortet wurde, also wo du durchaus so mit diesem Begriff der konkreten Kunst zu tun hattest. Und die Werke, die du damals gezeigt hast, die haben wir jetzt gar nicht in der Ausstellung, aber wir haben ein paar frühe, die daran anknüpfen. Und deshalb finde ich das ganz gut, dass wir darüber noch einfach mal kurz sprechen, dass es wie einfach mal auch thematisch da ist. Aber gleichzeitig, wenn man dann dieses Werk sieht, dass ein konkreter Künstler würde nie diese Oberfläche hinterlassen. Diese Oberfläche hat ja jetzt so etwas Zerkratztes am ersten Blick. Und ich weiß nicht, ich glaube, es ist nicht wirklich gekratzt oder zu einem bestimmten Moment wurde, also vielleicht erklärst du mal, wie kommt dieser Eindruck überhaupt zustande? Sehr gerne. Also was ihr da seht, sind 4 Aluminiumplatten, die habe ich anschließend mit weißer Farbe grundiert und dann mit, schon ein bisschen, dass man sieht da noch den Pinselstrich, also wirklich grundiert mit einem Pinsel, einem groben Pinsel. Und mal auch ein bisschen mit, dann nachher noch reingekratzt und so. Relativ fein. Es gibt davon 4 Versionen. Es gibt solche, die sind deutlicher. Nachträglich habe ich das, wenn man es anschaut, ganz, ganz fein mit schwarzer
Ölfarbe gefirnisst. Das gibt dem Ganzen irgendwie noch so ein bisschen, man sieht die Textur mehr. Aber es ist wirklich nur ganz fein. Darüber gibt es diesen Siebdruck. Der Siebdruck, die Formate sind 1,18 m mal 1,18 m, das hat sich aus dem Sieb ergeben. Das war damals also die Maximalgröße der Siebe, die ich mit B.A. Spielmann, also tolle Siebdruckereien in Zürich. Was passiert? Das Sieb, das geht auf die Oberfläche und dort, wo diese weißen Linien noch sichtbar sind, das ist einfach die Farbe, die noch zusätzlich drauf ist. Und mir gefällt eigentlich die Qualität der Unperfektion, dieses total arschglatte irgendwie, das altert auch sehr schlecht. Zum einen glaube ich, dass diese ganze Abgrenzungsgeschichte, die ist eigentlich in erster Linie nur interessant, um etwas zu erfahren. So, was ist der Unterschied oder was sind die Vergleiche? Und insofern habe ich das Beispiel im Metacubret-Kurs, da greife ich immer gerne auf, um einfach zu sehen, was ist der Unterschied. Man kann es gut erklären. Und diese Oberfläche jetzt, eben, wie du schon gesagt hast, was mich fasziniert, sind diese Layers, diese verschiedenen Schichten, die du jetzt gerade erwähnt hast, oder von Malerei, Pinsel, Grundierung, dann sogar schwarze Ölfarbe, dann Siebdruck und irgendwo dazwischen dieser Kratzprozess. Und was auch noch wichtig ist, ich habe das Ganze natürlich am Computer gezeichnet. Also das ist eine Typografie, die es so nicht gibt, sondern ich habe die gezeichnet. Das ist wirklich mit Vektoren aufbereitet und es könnte ja eigentlich eine Werbebotschaft sein. Es ist eine Werbebotschaft für eben was auch immer. Ich finde aber eben diese verschiedenen Schritte, die sind eben total spannend, weil in diesen verschiedenen Schritten, die du da exemplifizierst, in eigentlich viel in deinen Arbeiten, in diesen zahlreichen Layers. Ich glaube, so als Betrachter steht man ja dann irgendwie mal so vor diesem Werk und das ist irgendwie so ein bisschen, weiß nicht genau, ist das jetzt Malerei, ist das Grafik, ist das Typografie, ist das Fotografie? Man hat irgendwie das Gefühl, es hat von allen etwas, oder? Und das hat es auch. Und das ist eben hinter diesen Layers stecken diese ganz verschiedenen Prozesse, die du aber wie auch eigentlich du, dadurch, dass du all diese Prozesse auch kannst und sie zusammenbringst, das glaube ich ist so ein ganz wichtiges Charakteristikum und roter Faden, der sich durch dein Werk zieht. Also ich bin froh, dass du das so siehst, weil ich habe im Moment jetzt gedacht, jetzt kommt, das ist das jetzt eine Kritik, weil es ist, kann ja auch eine Kritik sein. Wie kann man diesen Major überhaupt verorten? Was macht er jetzt eigentlich? Und ich muss sagen, ich frage mich das manchmal auch. Ich mache das, was ich das Gefühl habe, dass das richtig ist. Aber, und dann ist es manchmal, verlasse ich halt eine Schublade, wo man gerne mich verorten möchte, auf das Risiko hin, dass ich halt dann irgendwie nicht in dieser Schublade mich mit versorgen kann. Und empfinde ich mich auch ein bisschen so als Guerilla. Also auch etwas so wie dieser Ort hier in Ardez, da etwas so zu machen, auch wieder ein anderer Hut, als nicht nur als Hausherr, sondern als Gastgeber für andere Künstler, für tolle Kunstprojekte, die ich sehr total spannend finde, bei mir zu haben. Ich finde es auch sehr befruchtend. Ich finde dieses Layer-Prinzip mit den ganz verschiedenen Arbeitsprozessen, die du da machst, ich würde die eben gerne noch so ein bisschen herausarbeiten. Weil wenn man eben reinkommt, da ist man vorbeigegangen, also großformatigen Werken, die eigentlich so am ersten Blick so eine Fotografie zeigen, sagen so Orte, die man nicht so genau zuordnen kann, weil es eigentlich so, sagen wir mal, irgendwie recht leere Landschaften sind und dahinter stecken ja auch viele Layers. Bevor wir jetzt auch diese Layers vielleicht nochmals durchgehen, vielleicht auch generell mal zu diesen Landschaften und Orten, die du hier in vielen Werken eigentlich so hervorbringst, oder? Was sind das für Landschaften? Wie wählst du die aus? Wo kommen diese Orte her? Ja, also zuerst mal zu den Landschaften. Ich habe erst in den letzten paar Jahren gemerkt, dass ich das überhaupt mache. Weil eben habe ich eben
diese Türe aufgestoßen an einem Ort, mal ein paar Fotos gemacht und so, das mich fasziniert hat. Und da habe ich mal ein Werk gemacht und das war vor vielen Jahren. Und irgendwie über die Jahre kommt da plötzlich etwas zusammen, was wie einen Erzählstrang darstellt. Und ich bin selber überrascht zu sehen, was denn das eigentlich ist. Das sind nämlich Orte, diese Fotografien von Orten, die eigentlich menschenleer sind, aber Zeichen von menschlicher Zivilisation haben und sogar intakte Infrastruktur beispielsweise oder irgendwelche Spuren von Autos, die etwas hinterlassen haben. Ich weiß gar nicht, was das ist. Das ist auch etwas sehr Intuitives. Ich nenne die auch Orientierungsbilder, weil ich mich selber danach versuche zu orientieren und auch die Frage in den Raum stelle, ja, woher kommen wir, wohin gehen wir? Eigentlich ganz große, klassische Künstlerthemen. Und es sind ja eigentlich immer Landschaften, die menschenleer sind. Sie haben zwar Spuren von Menschen, aber wir haben eigentlich in der Regel keine Menschen drauf, oder? Das ist vielleicht auch noch wichtig, weil du sagst, wenn du Orientierungsbilder sagst, dann gibt es schon so einen Orientierungspunkt, wie beispielsweise bei einem Begriff wie ein Briefkasten, der noch darauf hinweist, der Briefkasten macht ja nur Sinn, wenn da auch irgendwo Menschen leben, weil sonst gäbe es keinen, aber man sieht sie nicht, oder? Und ebenso, du hast diese Orientierungsbilder auch so mal erklärt, dass die Orientierung kann entweder wirklich so klassisch so ein Pfeil sein, irgendwie so hier geht's lang, aber bei so einer Landschaft gibt es halt so ein kleiner Hinweis, ah, da ist ein Briefkasten, da ist eine kleine Orientierung, da gibt es irgendwo ein Haus. Mich interessiert das und ich freue mich auch, wenn das andere irgendwie sich auf diese Reise begeben. Ich glaube, fürs Verständnis müssen wir einfach noch kurz erklären, warum. Ich finde es nämlich sehr spannend. Wir haben den Collage-Begriff. Den kann man hier dann relativ schnell finden. Du hast aber gerade gefragt, ob man den Collage-Begriff jetzt zum Beispiel auch bei den Fotografien anwendet. Und du hast von Layers gesprochen. Und ich glaube, die müssen wir jetzt an der Stelle mal ein bisschen rausholen, damit auch alle mitkommen, wovon wir reden. Und ein sehr wichtiger Layer ist also eine Schicht, also das Foto, das erkennt man, das sehen alle. Aber dann hat es so was Malerisches drüber und da versteht man jetzt gar nicht so richtig, wo kommt dieses Malerische her. Aber vielleicht erklärst du das, weil ich weiß es, aber erklär es mal so. Also das ist gerade gut, dass wir uns in diesem Raum befinden, weil wenn ihr hier auf die Seite schaut, jetzt können wir da, kann ich da über diese Collagen kurz sprechen, ist eine Serie, eine relativ aktuelle Serie, 5 Arbeiten, die alle sie heißen eigentlich, also sind aus der Serie der Starbucks, die Starbucks-Serie. Wieso Starbucks? Weil das sind eigentlich nochmals darin verschlüsselt die Meerjungfrauen. Das ist ja das Logo von Starbucks. Eigentlich interessiert mich gar nicht die Firma Starbucks, sondern mich interessiert die Meerjungfrau. Und wenn wir hier in diesem wunderbaren Dorf sind und ein bisschen mit offenen Augen herumgehen, erkennt man, dass an ganz vielen Gebäuden schon seit Hunderten von Jahren das Graffit mit Rainer Stalauer, mit Wasserköniginnen, sprich mit doppelschwänzigen Meerjungfrauen in die Häuser gekratzt wurden. Also auch wieder ein Layer. Hier, das ist ganz profan, habe ich ein Buch irgendwo, habe ich am Flohmarkt oder gefunden, ein sehr schönes Buch oder Katalog von Rom. Und da sahen Sie diese römischen Skulpturen darin, wunderbar gedruckt, wie man das heute ja kaum noch macht, ein Tiefdruck oder so. Sehr schön auf jeden Fall. Und da habe ich einfach ein bisschen rumgespielt, in würdevoller, mit Respekt eigentlich, wollte ich einerseits diese römischen Marmorskulpturen einfach um mich herum haben und habe sie deshalb mit Holz und mit Schlamm, die braune Farbe ist eigentlich nichts anderes als Schlamm, mit ein bisschen Binder aus der Glatt bei Wallisellen, wo ich mein Studio bei Zürich habe.
Worauf ich nämlich dort hinaus wollte, war der Schlamm. Mhm. Den Schlamm von der Glatt, wie du gerade erklärt hast, in der Nähe von deinem Studio, das ist also wirklich ganz interessant, in seinem Studio steht da irgendwo so ein Kübel rum mit so ein bisschen Dreck am ersten Blick und das ist eigentlich Malmaterial. Ja. Und das fand ich sehr faszinierend. Und ich versuche die Brücke nachher zu gerne, ja. Also eigentlich so wie hier bei den Starbucks-Collagen, da sagen wir relativ leicht Collage, weil wir eben so ein bisschen was von diesem Pappbecher drauf haben und der ist wie drüber collagiert, der ist sowas hinzu addiert. Ja. Und man findet die Collage, deshalb haben wir uns vorher eigentlich gefragt, ist das jetzt eine Collage, ist das bei den Fotografien, ist das eine Collage, ist das eine Fotografie, ist das eine Malerei? Das ist man eben so ein bisschen unschlüssig, weil es eigentlich ineinander verwoben ist. Ja? Also hier ist die Collage einfacher, weil es ist wie addiert und dort ist alles ineinander verwoben, also diese Layers. Aber dass es inhaltlich total gut zusammengeht, ich glaube, das sieht man. Das Prinzip, was man jetzt quasi wie an den Landschaften mit den Fotografien und dem Schlamm sieht, das sieht man hier auch. Ich will eben so darauf hinaus, dass ich wie diesen roten Faden durch dein Werk ein bisschen herausarbeiten möchte, weil ich glaube, man sieht, sobald man es mal entdeckt hat, dann versteht man es, das ist ganz klar ein Mayo-Bucher, es geht um diese Layers, es geht um das Zusammenbringen von verschiedenen Dingen und eines ist so etwas Gefundenes. Gefunden hast du im Falle dieses Starbucks Logo effektiv die Pappbecher. Ja. Und draußen hast du gefunden die Landschaft, du hast aber auch gefunden der Träger, wo du das Foto dann letztlich angebracht hast. Und über den Träger haben wir noch nicht gesprochen. Das sind so Isomatten. Isolationsmatten, die man im Bau braucht. Die haben so eine rundenförmigen Raster finde ich eben wichtig. Da klinge ich wieder hier an diesem Werk an, weil hier haben wir auch ein Raster. Wir haben 4x4 Raster. Dort hast du ein Raster, eben dieses rundenförmige, gefundene Raster der Isolationsmatte. Oder wir haben gegenüber ein Bild, ein Werk, das nennt sich das magische Quadrat. Da habe ich nicht schlecht gestaunt, als ich das im Atelier dann wirklich mal gesehen habe. Linoleumböden oder so, diese Plastikböden, ne? Die kennen wir alle, die meisten mögen sie nicht, ich mag sie zum Beispiel gar nicht, aber ich habe noch nie auf die Rückseite geschaut. Wenn man über die Rückseite dieser Böden hat, dann ist dort ein quadratisches Raster. Und das hast du verwendet. Ja, weil das brauchen die Bodenleger, um diesen Plastikparkett zu verlegen und ich habe das ganz viele so Orientierungen drauf, Pfeile und so, und das habe ich irgendwie total spannend gefunden. Und das ist auch aus, weißt du, so Carpetland, so ein Suburban Geschäft, da wo man Meterware irgendwie sich, wie beim Baumarkt. Baumarkt hat es auch, habe ich alles schon durchgeschaut natürlich. Was gibt es für Materialien? Und unter anderem auch diese Isolationsmatten, die man für den Bau braucht. Es ist aber nicht nur, das hat wirklich eine Bedeutung, nämlich die Isolationsmatte, die gibt uns Wärme, die gibt uns, die reflektiert, die hat eine ganz bestimmte industrielle Bedeutung für unsere Zivilisation, dass das Produkt entstanden ist. Es ist ein Ready-Made und ich habe es nur wieder, und das ist das Collage-Prinzip, mit etwas anderem zusammengebracht und das, natürlich die Oberfläche, das Silberscheinende und so, das ist nicht nur für mich, denke ich, sondern das ist faszinierend. So eine und gleichzeitig das Billige, also wirklich Billige, das ist ja Meterware, und diese hochästhetische Wahnsinnschrom-Oberfläche und dann kombiniert mit dem Schlamm und so. Ich weiß nicht, ich mache das absichtslos. Ich finde das eben ganz wichtig, dass wir das wie festhalten, auch für unsere Betrachtung, für die Erkenntnis von Kunst, dieses Layering, dieses cheap
Materia, das ein bisschen so die Art der Pover ja durchaus anklingen lässt. Also es sind Materialien, die accessible, wie heißt das auf Deutsch, also die man leicht kriegt. Das ist dir wichtig und ich glaube auch diese Ästhetik von etwas Rauem, etwas Gebrauchtem, die entspricht dir. Und wenn ich dann die Landschaften anschaue, die eigentlich so menschenleer sind, wir haben bei einem Studio-Visit mal drüber gesprochen, die haben so was Melancholisches. Und wenn man sich dann eigentlich so überlegt, was ist eigentlich Melancholie? Melancholie hat ja was zu tun mit der Vergangenheit, die war und in der Gegenwart nicht mehr da ist und dieses melancholische Denken an etwas. Und da schließt sich für mich hier wieder ein Kreis, weil wenn ich jetzt so eine Oberfläche habe, die sozusagen rau ist, die Spuren hat, die gekratzt ist, die irgendwie einfach so ausschaut, also die kommt nicht aus dem nigelnagelneuen Plotter, die hat Spuren, die hat Leben drin. Und ich sehe es dann in den Fotografien wieder, diese Landschaften mit diesem Schlammpinselstrich, der da als Grundlage diente, dann habe ich genauso diese Spuren, die Anwesenheit von Vergangenen und da kommt dieser Melancholie-Touch her, meine ich. Ja, also das mit der Melancholie, man kann das auch ein bisschen sacken lassen. Ich glaube, es hat schon etwas mit Erkenntnis zu tun. Es ist auch ein trauriger Moment. Es hat mit der eigenen Vergänglichkeit zu tun. Es hat vielleicht auch mit einer gewissen Distanz zu tun. Noch was wegen dem Schlamm. Ich habe den Schlamm irgendwann mal zu einem Thema auserkoren. Und zwar, es hat auch mit Leipzig zu tun. Seit Leipzig weiß ich, wie der Schlamm heißt. Jetzt muss ich eine Anekdote erzählen. Da hatte ich diese tolle Ausstellung und da war diese Frau Rink, die Frau von Arno Rink, toller ostdeutscher Künstler, die hat dort die Ausstellungsräume, die Galerie geführt. Und ich habe in meinen Studenten so ein monumentales Schlammwerk unter anderem gemacht, wirklich 8 Meter hoch, wirklich so ein bisschen monochrom und aber unfertig. Und da kommen sie zu mir und sagen, Herr Bucher, also was machen Sie da? Und ich hätte gerne ein bisschen Betonfarbe. Und so, ja, Betonfarbe, was heißt das? Ja, so dieses Grau. Ich erzähle Ihnen jetzt folgende Geschichte. Als die Marlene Dietrich einmal in den USA von Journalisten gefragt wurde, Marlene, what is the color of your hair? Da hat sie gesagt, you know, the color of my hair is dishwashed watercolored color. Ich liebe das. Seither heißt diese Farbe Dishwashed Watercolored Color. Abwaschwasserfarbene Farbe. Super. Dasselbe, ein Schönheitsideal, ein Idol für eine ganze Generation mit ihren blonden Haaren. Das ist einfach Spülmittelfarbe. Und das ist auch, was ich irgendwie denke, große Kunst ist auch Spülmittelfarbe. Also wenn du aus der Spülmittelfarbe ein Weltstar werden kannst, dann bist du wirklich gut. Voilà, das ist schon fast ein ziemlich guter Schlusssatz. Da kann man gar nicht viel was dazu sagen, oder? Aber ich muss dir eine Frage muss ich dir trotzdem noch stellen, damit sich das Bild nochmal rundet. Und wir hatten vorher nur als Stichwort das auch mit dem Ready-Made bei den Materialien. Und das haben wir gestreift. Aber es gibt noch ein Ready-Made, das titelgebend war für diese Ausstellung. Und die Ausstellung heißt ja Mayo Adets. Und jetzt musst du erklären, warum es ein Ready-Made ist. Es gibt im oberen Stock eine Arbeit, wo es einen Wasserturm hat, wo groß drauf steht Mayo. Und jemand, der vielleicht die Hintergrundinformation nicht hatte, denkt, der Mayo hat wirklich ein großes Ego. Der schreibt sich sogar Adner, Wassertürmen. Jetzt ist es aber so, nein, das ist ein Ready-Made. Luise, meine Partnerin und ich, wir waren im Dezember in Florida, sind wir gestrandet. Du hast dann irgendwie so auf den Google Maps einen Ort gefunden, der Mayo heißt. Das ist 3 Stunden von Jacksonville, 6 Stunden von Miami in den Swamps, the town of Mayo. Wir sind da hingefahren, zwei Nächte haben wir in diesem wirklich Backland von USA verbracht. Es war großartig. Es hat dort 2 Wassertürme, die groß mit Mayo angeschrieben sind.
zwei Mexikaner, drei Gasoline Stations, eine Schule, ein Gefängnis, ein Sheriff. Es ist einfach wirklich, ja, es war toll. Aber das ist ein Dokument davon. Das ist auch ein Sehnsuchtsort. Da gibt es irgendwie einen Ort, wo man hinreist und die Überraschung ist groß, aber man kann ja auch wieder weiterreisen. Das ist auch ein Stück Freiheit. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, es hat auch Licht, man kann es auch bei Tageslicht anschauen. Und es hat Schlamm. Der Schlamm, der braune Schlamm, ist auch von der Glatt Wallisellen. Und da haben wir sie eigentlich wieder alle schön zusammengefasst. Das Ready-Made, der einsame Ort, ein bisschen ein Sehnsuchtsort. Wir haben den Schlamm, wir haben mit dem Schlamm einen malerischen Auftrag. Wir haben aber immer wieder, ich glaube, ohne deine grafische Ausbildung wären die Werke nicht so, wie sie sind. Also das prägt einfach auch, weil das ist auch das Verständnis von, wie ist ein Bild, wie wird es dann so ein tolles Bild oder wie wird ein Schriftzeichen zu einem Bild? Das Verständnis dahinter, das bringst du einfach mit. Das, glaube ich, muss man sich immer wieder vergegenwärtigen, um die Werke auch gut zu verstehen. Und wir haben vorhin gesagt, dass wir einfach noch kurz erklären, dass es gibt so zwei Spektren deiner Arbeiten, die wir hier auch aus Raumgründen gar nicht so richtig aufzeigen konnten. Das eine sind, du hast ja nur so architekturbezogene Arbeiten gemacht und dann hast du eben, und das wahrnehmen auch deine ganz wichtigen Anfänge, eine große Reihe von Illustrationen in sehr namhaften Zeitschriften und Magazinen gemacht. Ich glaube, das dient uns ein bisschen auch so zur Vervollständigung des Blicks und auch um zu wissen, dass diese Grafikausbildung, die spielt, die ist eine wichtige Basis. Absolut. Und wenn du von Grafik sprichst, ich hatte das Glück wirklich in den 80er Jahren an der Kunstgewerbeschule in Zürich studieren zu können. Und das war ja eigentlich, dass die Kunstgewerbeschule ist wirklich eigentlich die Fortführung von Bauhaus. Das ist wirklich eine tolle Institution. Und für mich ist aber Grafik irgendwie einfach, da auch wieder zurückzukommen zur Schriftkunst, das ist Kultur. Und es ist irgendwie, und auch Architektur, das ist Kultur. Und Kunst, das ist auch Kultur. Letztendlich, glaube ich, bin ich einfach ein Kulturtäter. Und das ist irgendwie, das ist mein Ding. Und ob ich jetzt diesen Hut anhabe oder einen anderen, es geht um die Kultur und vielleicht auch um die Freiheit und die Sensibilität und den Respekt. Und das bediene ich mich halt jetzt in meinem Instrumentarium, das sind visuelle Objekte. Ich glaube, das ist jetzt ein sehr guter Moment, um mal zu öffnen, wirklich mal nachzufragen. Was haben Sie Fragen? Liegt Ihnen irgendwas auf der Zunge oder ein Werk, das Sie gerne noch besprochen haben möchten, das Sie gesehen haben? Und irgendwie? Ich gebe auch gerne das Mikrofon rum. Ja, weißt du? Genau, die frühe Werkphase nochmal. Ja. Die Kratzbilder haben wir tatsächlich jetzt so ein bisschen schnell gestreift im Rahmen der Abhandlung von Begriffen, von konkret und konstruktiv. Oder? Aber diese Kratzbilder, die wirklich so im ersten Stübchen sind, kleinere Formate mit Formen, die du eigentlich jetzt tatsächlich eingekratzt hast, gell? Du korrigierst mich sonst. Und zum Teil wunderbare Titel, also eines beispielsweise heißt ja Mindwalking und wenn man dieses Bild anschaut und dieser Kratzlinie folgt, dann wandert man so herum, so, es ist letztlich eine Linie und wir merken, wie unser Geist wandert genau dieser Linie entlang. Und für diesen Moment, wo man der Linie entlang wandert mit dem Geist, denkt man auch tatsächlich an nichts anderes. Ich finde das immer wahnsinnig spannend, weil heute geht man in Meditation und alles Mögliche, versucht so mal einfach an nichts zu denken. Und da hat man so ein Bild und man folgt nur der Linie, der eingekratzten Linie.
Und man geht das Mindwalking ab und in diesem Moment kann man an nichts anderes denken. Finde ich zum Beispiel wahnsinnig tolles, gelungene Serie von Werken, aber vielleicht magst du da noch was dazu sagen. Ja, also danke Luise, dass du da darauf hinweist, weil das ist auch eine Chance für mich, wenn man zurückblättert, wenn ich jetzt zurückblicke, auch danke dir, dass du da ein bisschen insistiert hast, komm, wir öffnen den Fokus nicht nur auf die Gegenwart, sondern um das Ganze zu verstehen, was dieser Meyer überhaupt den ein bisschen versuchen zu fassen. Die Frühwerke, die sind sehr tastende Werke. Das sind, auch wenn sie in die Oberfläche eingekratzt sind, also man muss sich mit einem Nagel oder mit einem Skalpell, das ist ja eine Verletzung wie ein Tattoo, das ist schmerzhaft, auch für ein Bild, also der Fontana hat das ja vorgemacht. Aber dieses ganz subtile Zeichen setzen in eine Fläche, das war für mich Glücksmomente. Am Anfang einer Karriere, wo ich jetzt irgendwo in der Mitte stehe, denke ich. Und wenn die jetzt da in der Stüber hängen, diese eingekratzten Bilder, und ich zur Fenster rausschaue und sehe, hey, ich bin da im Engadin und da gibt es dieses Graphit, das ist genau die gleiche Technik an den Gebäuden, schließt sich für mich auch ein Kreis mit der Architektur, die ich natürlich auch mittlerweile Freundschaften pflege zu Architekten, bestimmten auch tolle Projekte schon realisieren konnte, auch in der Maßstäblichkeit. Also diese Feinheit von den frühen Werken erlaubt es eigentlich auch größere Sachen fein zu beurteilen. Die Ausführung muss natürlich dann anders sein. Aber ich bin auch inspiriert, da irgendwie weiterzumachen. Überhaupt, wenn man so eine Ausstellung macht, wo es also ein bisschen einen Bogen schlägt, gibt es die aktuellen Sachen, die ich noch weiter entwickeln möchte. Aber plötzlich sehe ich Dinge, oh, das möchte ich wieder aufgreifen, dieses Thema. Das habe ich ja viel zu früh verlassen oder aus irgendeinem Grund bin ich da auf dem Wegweiser irgendwie zu fest nach links gegangen. Und wieso eigentlich? Das war wirklich, wie das mit dem Mindwalking, da bin ich, vielleicht habe ich da ein bisschen die Kurve verpasst. Hast du auch schon Vorstellungen, in welche Richtung die dich entwickeln oder die zukünftige Kunst, deine zukünftige Kunst sein wird? Ja, da habe ich einerseits ein paar, ich habe eine Werkserie, die ich jetzt beginnen möchte, die ich schon in der Schublade hatte. Aber was ich wirklich, das ist das eine. Das andere ist, ich habe schon viel Werke gemacht. Und jetzt freue ich mich sehr auf eine Publikation, wo viel Arbeit zu tun gibt, mit der Sabine und auch mit noch drei anderen ganz tollen Autoren und Autorinnen. Und das ist eigentlich sozusagen wieder wie eine Ausstellung kuratieren oder begleiten zu dürfen über, das ist auch eine Art Werk. Ich gebe das nicht ganz aus der Hand, aber das wird mich, sagen wir, das nächste halbe Jahr stark beschäftigen. Und nachher, ich weiß nicht, wir sind hier auch in einer Baustelle, das hast du ja festgestellt. Das Haus ist auch ein Kunstwerk, also da werden jetzt neuer Komfort kommt da rein, aber auch die Funktion wird immer wieder, verändert sich. Und das finde ich auch toll an Räumen, wenn sich die Funktionen verändern. Es ist ja auch toll in diesem Dorf mit den Wänden, das sind ja alles Bilder. Also dieses Haus ist ein strenges Bild, aber es ist ein freundliches. Trotzdem, ich habe hier ein gutes Gefühl, weil es tut einem nicht, es ist kein dogmatisches, auch wenn es sehr rational ist, es ist ein entspanntes Haus. Und wir sind hier auf einem mittelalterlichen Fundament. 19. Jahrhundert auf mittelalterlichem Fundament. Und das ist auch das, was du mit den Layern sagst. Das fasziniert mich. Ich glaube, das ist jetzt ein guter Punkt, wo man sich eigentlich schon versprochen hat, in 10 Jahre. Zukunft, da irgendwie ein neues Ergebnis zu sehen, dass aber mit all dem Gesagten wieder eine Verbindung haben wird, da bin ich total sicher, weil dieses Layering-Prinzip, das ist als deine Arbeitsmethode ja eigentlich da,
das zeichnet deine Arbeitsmethode aus und da gibt es dann aus dem heraus, sind die Entwicklungen dann einfach sicher weiter so zu sehen. Also was immer in 10 Jahren zu sehen wird, es wird gewisse Layer zu tun haben mit Schichten, es wird nie so proper werden wie bei den Zürcher Konkreten, es wird rough sein, es wird ein bisschen was mit Sehnsucht und Melancholie zu tun haben. Also ich glaube, wir sind sehr gespannt. Danke dir. Danke. Okay.